So, Mahlzeit, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir was ganz Besonderes hier. Ich bin jetzt auch gar nicht bei mir in der Garage, sondern irgendwo, wo wir eine Hebebühne jetzt organisiert haben. Denn wir wechseln heute am W163ML die Federbeine hinten. Ist eine ziemlich undankbare Arbeit, das Ganze. Deswegen sollte man sowas auf jeden Fall auf einer Bühne machen, weil ohne Bühne habt ihr null Chance bei sowas. Und zwar Federbeine komplett, weil zu Hause nur die Feder wechseln geht nicht, weil dafür braucht ihr einen speziellen Federspanner, den hat nicht jeder. Und wie gesagt, wir bauen deshalb das ganze Federbein aus, ersetzen dieses gegen ein neues und bauen das dann halt wieder ein. Ich habe jetzt gerade schon mal halt das Rad runtergemacht und die ganzen Schrauben schon mal vorsorglich mit WD-40 eingesprüht, damit wir gleich nicht so hoffentlich Riesenprobleme bekommen, was das angeht. Denn das ist alles ziemlich rostig. Der ML, der 163er, ist halt bekannt dafür, dass er halt gerne mal Rost ansetzt auch. Und so sehen die Schrauben auch so ein bisschen aus. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir wollen keine Zeit verlieren und fangen direkt mal an. Wir werden als erstes den Stoßdämpfer hier unten am Querlenker lösen. Den Bolzen so ein bisschen nach oben durchschlagen, damit er sich löst. Danach werden wir die Querlenker hinten in den Aufnahmen einmal lösen und am Ende die Koppelstange rausnehmen. Den Querlenker schieben wir dann zur Seite und können dann das Federbein von oben, das ist mit drei 13er Muttern befestigt, einmal lösen. Wenn ihr das macht und ihr ein Reserverad auch drunter habt, baut das Reserverad vorher aus. Das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Denn an diese drei Schrauben kommt ihr nur, wenn das Reserverad raus ist, weil ihr nämlich von unter dem Auto arbeiten müsst. Wie gesagt, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. So, als allererstes nehmt ihr euch jetzt einfach mal eine 18er Nuss und am besten so einen Schlagschrauber auch. Und geht jetzt hier von unten auf die Schraube vom Federbein und löst die einfach mal komplett. So. Dann dreht ihr die wieder mal so zwei Umdrehungen ungefähr drauf, weil beim Stoßdämpfer liegt eine neue Mutter bei. Deswegen können wir die auch ohne weiteres zerstören. Ich suche jetzt ein Hämmerchen irgendwie. So, hier haben wir einen Hammer. So, dann nehmen wir uns die Nuss wieder, setzen die hier unten drauf und kloppen halt mit dem Hammer das ganze Federbein einmal nach oben. So, dann nehmen wir uns eine 21er Stecknuss mit dem Schlagschrauber, 21er Ringschlüssel und lösen einfach mal. Noch zu wenig Kraft hier. Jetzt wieder loslassen. Jetzt haben wir das Ding noch mal ein bisschen per Hand angelöst. So. Ah, da hat die Schraube aufgegeben. Wir haben eine richtig schöne fette M12er Schraube, die Mutter ist knacke heiß jetzt auch. Na, aufgrund der Reibung. Nehmen wir aber beiseite. Und lassen das Ganze mal ein bisschen abkühlen hier. So, das gleiche machen wir jetzt auch einmal auf der anderen Seite. Hier versuchen wir unser Glück natürlich auch mal mit dem Schlagschrauber. Gucken, ob das hier auch von der Seite aus funktioniert. Ich befürchte mal nein. Natürlich nicht. Unser Spezialwerkzeug hier wieder. Warte. So, setz mal hier den Knebel von vorne an. Schön durchschieben das Rohr und nach unten drücken. Ja, sehr schön.
wieder zurück. Und nochmal. So, vorne ist es abgerutscht. So, dann hier drauf wieder. Ich glaube, jetzt kannst du die Schlagschraube. Jetzt hast du eine Schlagschraube jetzt? Ja, ja. Dann gucken wir mal. Eine Schlagschraube jetzt, was sie sagt. Dreht sich auf jeden Fall. Genau. Ja. Der Schlagschrauber ist echt ein Witz. Deswegen wieder per Hand hier ein bisschen versuchen. Boah. So, wenn er es jetzt nicht schafft, dann kannst du das Ding auf den Schmull schmeißen. So, geht doch. Ja, immer improvisieren. Immer improvisieren, richtig. So, das funktioniert. Jetzt müssen wir die Schraube einmal wieder von der Seite rausschlagen. Am besten mit dem Schraubendreher hier auf den Kopf, also auf das Gewinde gehen und dann mit dem Hämmerchen das ganze Ding raustreiben. Hämmerchen. Schraubendreher. Das wird schon funktionieren. So, jetzt fangen wir hier an. Und raus, sehr gut. Durch die Butter. So, und dann können wir mit dem Montiereisen ganz einfach den Querlenker hier rausknebeln und auf der anderen Seite natürlich auch. So, und jetzt lösen wir einmal die Koppelstange. So, hier haben wir jetzt zwei 13er übereinander. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Gekonterte hier lösen. Ja, wie gesagt. Ja, da ist er. So, dann haben wir die eine Mutter hier runter und weg ist er. Zack. Und dann können wir hier von der Seite kontern und von unten einmal wieder mit dem Schlagschrauber lösen. Wie gesagt, hier einfach unten dran gehen. Ist auch ein 13er in dem Fall. Zack, so. Thank you.
So, und dann können wir die ganze Koppelstange hier einmal rausnehmen. Das ist so ein Riesengerät. Ja, so ein Teil ist das mit 4 Gummipuffern insgesamt. Macht die Dinger am besten direkt mit neu, weil oftmals passiert das dann, dass es hier oben einfach mal abreißt aufgrund von Rost. Direkt mit neu machen auf jeden Fall. Dann nehmen wir hier das alles hier raus. Zack. So, dann haben wir das hier alles lose. So, dann können wir versuchen, hier den Querlenker einmal so rauszunehmen. Aber wie wir merken, ist natürlich hier unten noch die eine Schraube, die eine Mutter drin vom Stoßdämpfer. Deswegen lösen wir die jetzt einfach mal direkt wieder. So, hier ist sie wieder. Dann versuchen wir mal, das ganze Ding hier rauszuziehen. So, und dann hängt der ganze Stoßdämpfer schon frei. Hier unten merkt man auch schon am Gelenk, dass es komplett ausgeschlagen ist. Den Querlenker schieben wir zur Seite. Und jetzt müssen wir nur noch die drei Schrauben, die drei Muttern hier oben am Federbeinstützlager lösen. Und dann haben wir das Federbein draußen. Dafür muss ich mal gucken, ob wir das jetzt sehen, wenn ich euch jetzt nach hinten stelle. Wie gesagt, hier sind drei Schrauben oben drauf. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie abgebildet bekommen. So, jetzt habt ihr hier hinten die drei Muttern von dem Federbeinstützlager. Die müsst ihr jetzt alle drei einmal lösen und dann kommt das ganze Federbein entgegen. Ich kann die Kamera jetzt schlecht hier halten und mit der anderen Hand die Dinger lösen. Deswegen wisst ihr Bescheid, hier einmal lösen und dann seht ihr, wie das Federbein schon rausfällt. Ist ziemlich schwer, passt auf eure Füße auf. So, und jetzt ein bisschen Schmackes hier. Die drei Muttern lösen. Ah, hier drauf. Irgendwie. Das ist alles ziemlich angegammelt, auch hier oben. Was? Nee. Ich kann nicht mehr hier oben im Auto, muss ich einen runterlassen. Das dauert 30 Sekunden. Und zumindest hier die eine kann ich lösen. So, abgebrochen, sehr gut. So, eine ist abgebrochen. Ich zeige euch das mal, bitte hier. Passiert, weil hier ist einfach kein Schutz drauf, keine Abdeckung, nichts. Und die Dinger sind halt extrem vergammelt, deswegen rechnet damit, dass die Dinger abreißen. Deswegen empfehle ich halt wirklich ganze Federbeine zu kaufen, weil das ist keine Seltenheit bei dem Teil. Wie gesagt, eine von drei ist schon abgerissen. Gucken wir mal, wie das mit den anderen wird. Halt mal kurz den Reserveradhalter ein bisschen hoch. Ich will auf den Schultern. Patsch. Auch abgebrochen. Ja, abgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Ding liegt auf dem Boden jetzt. Aber wie gesagt, ist ausgebaut. So, der Einbau erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Hier sehen wir jetzt das Federbein, wie das wirklich von oben am Stützlager aussieht. Da sind jetzt wirklich nur diese drei Muttern. Außen mit den Gewindestangen und von unten halt die Führung im Querlenker. Muttern einmal ab und dann setzen wir das ganze Gerät wieder ein. Ja, ist drin. So, jetzt die Muttern schnell drauf. Erste. Zweite. Und dann auch die dritte da hinten, die ist immer am schwierigsten. Die da Seite.
So, drück mal schön hoch hier, dass wir jetzt ein bisschen Anschlag dran ziehen kann. So, und dann hängt das Federbein schon drin. Jetzt einmal alles wieder festziehen. So, wenn das alles oben fest ist, können wir jetzt wieder unten den Querlenker einmal einsetzen und schon wieder die Mutter hier bzw. das Federbein einmal fixieren. So, die Feder, also die Querlenkerlager müssen natürlich wieder hier rein. Mal so kurz ansetzen. So, da muss natürlich das Federbein hier durch das Loch gucken, dass das ganze Ding hier runterkommt. Deswegen klopfen wir jetzt einmal die Querlenker wieder in Position. So, das Federbein ist durchgerutscht. Wir können jetzt die Mutter hier vernünftig wieder ansetzen. Die Schrauben vom Federbein einmal rein. Wenn das nicht passt, müssen wir ein bisschen nachhelfen. So, die andere Seite direkt auch. Die flutscht so durch. Muttern wieder drauf, alles festschrauben und dann sind wir so gut wie durch. So, dann alles ansetzen. Hier muss natürlich noch das Ding rein. So, die neue Koppelstange ist leider heute nicht gekommen, deswegen zeige ich euch einfach nur, wie das Ding wieder reingeht und tausche die dann aus, sobald die neue halt morgen da ist. Wird einfach nur hier drauf gesetzt wieder, alles drauf geschraubt. Ja, den Rest wie gesagt. Leergewichtslager, am besten mit dem Getriebeheber das ganze Ding hoch, bocken so ein bisschen, die Schrauben wieder vernünftig festziehen, Rad drauf und natürlich die Schraube vom Federbein nicht vergessen und dann war es das schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.